Noch jemand aus Wolfenbüttel? Sie leben schon sehr lange hier. Ich bin seit 63, wohne hier in Wolfenbüttel. Aber dass man uns solch Monstrum anfertigt und hier herstellt, ist eine Blamage für Wolfenbüttel, besonders für unsere Stadtverordneten. Man denkt doch immer, das sind noch ein bisschen geistreiche Leute. Aber dafür 25.000 Mark hinzuschmeißen, das ist eine Schande für Wolfenbüttel. Schande für Wolfenbüttel, so die eine Meinung. Herr Langer, Sie als Vorsitzender des Kunstvereins. Sie haben sich ja auch etwas dabei gedacht, dass dieses Kunstwerk für das Image von Wolfenbüttel irgendeine Wirkung haben soll. Welche? Ich könnte mir denken, dass die Wirkung darauf beruht, dass hier ein zweites Standbild aufgestellt worden ist. Vor fast 100 Jahren hat ein Bürgerverein ein Standbild aufgestellt, in dem damals schon zur Zeit Kaiser Wilhelm II. Die Macht als eine schwierige Bürde dargestellt worden ist. Herzog August hat die Macht angenommen, die sein Amt ihm aufgegeben hat, und er hat schwer daran getragen. Heute ist Macht etwas sehr Gefährliches. Viele in der Politik haben gespürt, wie schwer Macht zu tragen ist, und sind daran gescheitert. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele Niederlagen von Politikern erleben müssen. Und hier ist jemand, der von Amts wegen eine Macht trägt, nämlich ein Herzog. Und auch er leidet unter diesem. Und das zeichnet dieses Standbild aus. Bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen der Bürger, Toleranz ist auch dann gegeben, wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Und die Würde dieses Platzes wird unterstützt durch dieses Standbild. Hans Müller-Jahns, wo ist der? Hier gibt es einen Vorschlag. Wenn wir denn irgendwie noch ein Bild bekommen, wäre das sehr schön. Hier gibt es einen Vorschlag, Kunst anders zu gestalten bzw. die Gelder dafür anders aufzubringen. Ja, ich denke, da es den Wolfenbütteln ja wieder mal nur ums Geld geht und nicht um irgendwelche anderen Sachen, sollten wir doch einfach eine Sammlung machen. Hier wohnen 50.000 Leute. Dann kriegen wir also, wenn jeder eine Mark spendet, 50.000 Mark zusammen, können noch zwei so eine schönen Dinger machen. Und vielleicht können wir auch noch einen Kinderspielplatz bauen. Ich meine, nehmen wir es halt mal in die Privathand. Und andererseits, es ist auch wirklich toll, sowas zu haben, weil guck mal, was hier passiert. Hier ist sonst total tote Hose. Und endlich ist hier mal was los. Mein Gott, was wollt ihr denn noch mehr? Also, ich verstehe es einfach nicht, diese ganze Aufregung. Anna Legatis. Herr Schwarz, noch einmal zu der Aufgabe von Kunst. Wie sehen Sie die heute? Dieses Reiterstandbild, wir haben es vorhin schon gesagt, ist zwar hier, regt zur Diskussion an, aber es ist doch gar nicht mehr zeitgemäß. Ja, Kunst ist immer zeitgemäß, weil sie in der Zeit gemacht wird von Künstlern, die heute leben, die an dieser Zeit leiden, die sich in dieser Zeit freuen. Und sie machen das, was sie machen müssen. Und dass Franz Burkhardt sich wendet in seinem und mit seinem Reiterstandbild gegen frühere Standbilder, das kann man ihm nicht verdenken. Er kann doch nicht so arbeiten wie sein Lehrer Cimiotti oder andere berühmte Künstler aus früheren Jahrzehnten. Er muss seine Kunst machen. Und die sieht nun so aus, wie er sie hier abgeliefert hat. Und ich meine nochmal zur Standortfrage, warum soll ein Julius dann auf einem Kinderspielplatz stehen? Er steht auf dem Juliusmarkt, wo er hingehört. Er steht auf dem Markt, für den er gemacht ist und nirgendwo anders. Okay, hier ist reichlich Protest. Dürfen wir einmal hier hin? Man kann ihn doch umbenennen. Man muss ihn ja nicht Julius nennen. Man kann ihn ja woanders hinstellen und ihn anders nennen. Was stört Sie denn an ihm konkret? Na, dass es der Julius sein soll und hier auf dem Juliusmarkt stehen soll, das stört mich. Aber der Künstler selber hat gesagt, es soll ja gar nicht Julius sein, sondern nur ein Symbol. Ach so. Na, das wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht verstanden. Ja. Hans Müller-Jahns? Im Gegensatz zu vielen Stimmen hier vor Ort, die denn ständig berufen, gibt es aber auch vereinzelt Meinungen, die das sehr ordentlich finden, was hier steht. Ja, also ich wohne hier am Juliusmarkt und ich denke schon, dass wir eine gute Beziehung zu dem Julius und seinem Pferd aufbauen können. Und ich finde, dass hier so die Tendenz nur zu negativen Meinungen ist. Ich glaube, es ist gerecht, wenn auch mal eine positive Meinung kommt. Also ich denke, wir müssen akzeptieren, der Künstler hat den ersten Preis gewonnen und damit leben wir. Ich kann das akzeptieren. Sie können das genauso akzeptieren? Also Ich meine, wenn das Pferd auf den Juliusmarkt steht, ich meine, das ist doch keine Schande. Also da muss man doch nicht drüber diskutieren. Da steht er genauso gut, als wenn es auf dem Schilder stehen würde. Da kann man es genau woanders auch genauso gut hinstellen. Hanna Legatis. Ja, ich wollte jetzt mal diejenigen fragen, die dieses Kunstwerk eigentlich schon sehr schön mit Beschlag belegen. Es hat übrigens auch schon was zu fressen bekommen. Wie findet ihr denn dieses Reiterstandbild? Nicht so schön, weil es sieht irgendwie hässlich aus. Es passt hier nicht hin. Und wie findest du es? Naja, es geht so. So einigermaßen. Es könnte ein bisschen besser sein. Irgendwie die Augen, die müssten da eine richtige Pupille haben. Ja.
Und wie findest du es? Du hast ja schon drauf geritten. Ein bisschen blöd. So. Weil der Mann irgendwie blöd aussieht. Okay, also auch da durchaus geteilte Meinung. Ich möchte noch mal mit dem Künstler darüber sprechen. Sie haben vorhin gesagt, das kann ja auch eine lustige Geschichte sein. Wir müssen uns ein bisschen mehr so hinstellen. Ja. Für die Kinder zum Beispiel, aber auch da sind ja geteilte Meinungen. Ja, weiß ich nicht. Also inwieweit die jetzt von Eltern indoktriniert sind oder ob das eine eigene Meinung ist. Aber ja, wie gesagt, es bleibt eben dabei, dass man sich dafür entscheidet oder dagegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich die Stadt ja auch da nicht unbedingt nur mit durch repräsentiert, sondern eben auch so zu so einer Entscheidung gefunden hat und dabei bleibt. Also. Herr Bauer, als Zuständiger für die Kultur in dieser Stadt, was machen Sie, wenn der Protest so bleibt? Ja, diese Frage stellt sich ja nicht. Ich meine, jetzt geht die Zeit ins Land und wir werden abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Dann können wir uns wieder unterhalten. Ich meine, das ist ein positives Erlebnis hier an Ort und Stelle und ich bin überzeugt, dass die Wolfenbüttler das auch freudig annehmen werden. Wollen wir hoffen, dass es so ist? Jedenfalls gehen wir jetzt erst einmal zurück nach Hannover.